die Künstlerin Sandra Lange in ihrem Atelier in Berlin-Moabit. Die Meisterschülerin der Universität der Künste malt klassisch abstrakt, arbeitet in Glas und 2012 vollendet sie ihr erstes Kunst-am-Bau-Projekt. Die Berliner Wohnungsgenossenschaft GEWO Süd hat sie mit einem Kunstwerk für eine Giebelwand beauftragt. Knapp 2 Jahre hat Sandra Lange experimentiert, wie bei jedem ihrer Bilder. Und es ist immer so, dass ich, sobald ich eine Sache gesetzt habe, immer auf das reagiere, was schon da ist. Also ich kann dann immer wieder mich auf das Bild einlassen, ich kann es herausfordern, ich kann mit dem mitgehen, was schon da ist. Also es ist in jedem Fall ein Experiment. Berlin-Lankwitz. 112 Wohnungen aus den Jahren 1960-61. Ein erster Entwurf für die Fassade an der Kaiser-Wilhelm-Straße. Bis zum Sommer 2012 waren an den 13 Gebäuden sämtliche Fenster und Bäder sowie die Heizungsanlagen erneuert worden. Seit langem sind die Fassaden gedämmt. Bewohnerversammlung im Hof. Genossenschaftsvorstand Norbert Reinelt. Aber ich wollte ein bisschen was, oder ich will in jedem Bau, wenn ich fertig bin, was Besonderes machen als Vorstand. Und bin dann Schluss darauf gekommen. Es ist überhaupt nicht beschlossen, sonst hätten wir ja hier nicht so eine Veranstaltung gemacht. Ich stelle mich ja nicht hin und sage, ihr dürft hier mitentscheiden und hinten habe ich schon einen Auftrag erteilt. Nein, es gibt gar keinen Auftrag für das Ganze. Es gibt lediglich den Beschluss, einen Giebel zu machen. Die Bewohner erkennen, dass die Fassade nach einem neuen Anstrich ruft. Aber wie wird eine Künstlerin mit ihrem Haus umgehen? Und ich habe natürlich versucht, meine bunten eigenen Gestaltungen da mal hineinzusetzen, habe sofort gemerkt, das geht nicht. Also je bunter das wird, umso angestrichener sieht es aus. Ich habe mich dann mehr darauf eingelassen, was hier eigentlich vorherrscht und habe die Farbigkeit des Umraums und auch die Struktur des Umraums aufgegriffen. Und eben auch gemerkt, dass es in diesen nur 2 oder 3 Farbtönen, die dann aber zahlreich variiert sind, da wird es malerisch. Also das Gebäude bekommt ein eigenes Gesicht, es fängt an zu glühen, aber es sieht nicht angepinselt aus. Der Farbkanon für das Projekt. Reduktion ist gefragt. Erstes Treffen beim Hersteller mit Malermeister Christian Schiller. Die Farben werden genau definiert und extra angemischt. Ende September. Die Fassade ist eingerüstet. Sandra Lange hat einen Plot des endgültigen Entwurfs im Maßstab 1:10 mitgebracht. Vom Plot nimmt Christian Schiller die genauen Endpunkte von Begrenzungslinien ab und ruft sie den Kollegen auf dem Gerüst zu, die sie auf der vorgestrichenen Fassade einzeichnen. 10 Meter lange Linien lassen sich mit einer mit Pigmenten bestäubten Schlagschnur markieren. Linien werden nachgezeichnet. 11 Farben wurden hergestellt. Über ihr Verhältnis von Farben und Formen sprechen wir im Atelier. Manchmal schütte ich die Farbe sehr frei und manchmal begrenze ich ihre Ausdehnung mit einer ganz konstruierten, klaren Form. Und so versuchen Farbe und Form immer wieder sich gegenseitig zu bestimmen. Also wenn sich eine Form gefunden hat, dann braucht die vielleicht eine andere Farbe. Und wenn es eine Farbe gibt, muss man die mehr in Form bringen. Also das eine geht ohne das andere nicht. Betrachter glauben, in Sandra Langes Bildern Perspektiven und räumliche Situationen zu erkennen. Und diese Versatzstücke von architektonischen Formen, die verführen den Betrachter sofort dazu, etwas zu sehen. Selbst wenn es so konkret nie gemeint ist. Also abstrakte Perspektiven. In dem Moment, wo ich anfange, etwas abzubilden, laufe ich der Realität hinterher. Ich möchte lieber eigene Realitäten schaffen aus dem Medium, das ich benutze. Eine eigene Realität statt einer Abbildung. Gelingt dies auch im 50-fachen Maßstab auf der Giebelwand? Die Technik gleicht sich. Nur hier bedarf es vieler Hände.
Während noch die Ränder von Flächen gesprüht werden, werden sie gleichzeitig an anderer Stelle mit dem Pinsel ausgefüllt. Nach den dunklen kommen die hellen Farbtöne auf die Wand. Während der gesamten Arbeit war Sandra lange anwesend und sah ihr Werk wachsen. Malermeister Christian Schiller sei ihr ein hochprofessioneller Partner gewesen. Künstlerische Abnahme auf dem Gerüst. Ende der ersten Oktoberwoche. No Stars, but Stripes, hat Sandra Lange ihr Werk genannt.